Ich will euch von Hanau erzählen. Ich will euch erzählen, was Rassismus ist. Mein Sohn wurde ermordet. Nicht nur der Rassist, der geschossen hat, ist daran verantwortlich, sondern das Land, das davor passiert ist. Ich will euch erzählen von einem verschlossenen Notausgang, der ihm das Leben gekostet hat. Und was wir alles erlebt haben. Ich musste erleben, dass mein Sohn orientalisch-südländisch bezeichnet wird, obwohl er blond ist. War blauäugig und hellhäutig. Aber für die Polizei ist es orientalisch-südländisch. Ich will euch von einem Vater erzählen, der zum Tatort gekommen ist und mit anhören musste, wie ein Polizist sagt, er hätte nicht gedacht, dass ein Zigeuner Zivilcourage hat. Und der andere lacht, steht in dran und lacht. Ich weiß nicht, was da zu lachen gibt. Ich will euch erzählen, wie die Angehörigen wie Täter behandelt wurden. Und es hat sich nie einer dafür entschuldigt. Wieso denn auch? In Hessen ist alles normal, hessische Verhältnisse. Wir hatten das SEK im Einsatz, das heißt wir. Wir waren da. Von 19 SEK-Beamten waren 13 im rechtsextremen Checkpoint. Und der ehemalige Ministerpräsident von Hessen, Volker Bouffier, sagt uns ins Gesicht, eine möglicherweise rechtsextreme Gesinnung bei diesen Polizisten muss nicht heißen, dass die ihren Job schlecht machen. Das ist für mich dasselbe, wenn jemand sagen würde, eine möglicherweise pädophile Veranlagung mit dem Kindergärtner muss nicht heißen, dass es gerade an Ihrem Kind vergeht. Kann auch bei anderen machen. Also lassen Sie gucken. Ich würde mein Kind da nicht in den Kindergarten schicken. Ich muss das sagen. Wir mussten erleben, dass ein Jahr nach dem Anschlag ein junger Mann von einem Bewaffneten bedroht wird. Und dann geht man halt zur Polizei. Er wurde beleidigt, ihm wurde gedroht und ich weiß auch nicht mehr, also ich habe ein Abo bei ADAC abgeschlossen. Ich rufe den ADAC an, ich rufe immer die Polizei an, weil ich nicht weiß, ob die mir helfen oder nicht helfen. Das musste ich auch lernen. Wir mussten vor 4 Wochen, 6 Wochen angerufen werden, dass uns gesagt wird, dass der Täter des Vaters unsere Privatadresse im Gerichtssaal nimmt. Aber keiner von den Behörden hat uns angerufen, um zu sagen, passen Sie bitte auf. Nein, es muss etwas passieren. Aber wir wurden alle angerufen nach der Tat, wir sollen keine Blutrache üben. Sonst werden wir weggestellt. Wenn ich mir diese ganzen Chats angucke, also von einem Polizisten muss ich erwarten können, dass er auf dem Grundgesetz steht. Ich muss ihn nicht mögen oder er mich, aber er muss auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und wenn er es nicht macht, ist er fehl am Platz. Wenn sie nicht entlassen können, es gibt, ich glaube, es gibt Möglichkeiten. Möglichkeiten gibt es, ihn abzustellen. Objektschutz. Er soll ein Tierheim bewachen. Mehr weiß ich nicht. Es ist, wissen Sie, Sie lachen nicht drüber, ich lache auch manchmal drüber. Aber es ist nicht lustig. Es ist nicht lustig. Das muss ich von ihm erwarten. Er muss auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und wenn er es nicht macht, ist er fehl am Platz. Entlasst ihn. Wenn es nicht geht, Objektschutz, er soll irgendwas schreiben. In Hessen ist es ja, ich meine, jetzt mittlerweile bekannt, Schredder, Papiere Schredder. Das ist auch. Mehr kann ich jetzt im Augenblick nicht sagen.